die Dschungelprüfung müssen beide. Linda, Janina, wir sehen uns morgen. Wir freuen uns. Also wir lassen uns auf jeden Fall überraschen, was morgen passiert. Und morgen müssen wir natürlich auch ein Teamwork, ne? Es geht ja hier damit um unser Essen morgen. Und ich glaube, das meistern wir. Ja, sonst haben wir auch Reis und Bohnen. Sonst haben wir auch Reis und Bohnen. Ich habe einen Hunger, mein Magen verdaut sich gerade selber. Ich habe auch Hunger. Es macht... Okay. Ich hoffe, nichts mit Wissen. Warum? Ich will es einfach nicht verkacken. Bist du doch nicht. Ja, aber du vielleicht. Also du willst sagen, dass ich bisher doof bin? Nein. Also ich finde sie nicht doof, aber die hellste Kerze auf der Torte ist sie definitiv nicht. Aber was so Biss-Dings-Sachen sind, wir haben uns noch nicht unterhalten, dass ich jetzt deinen Wissensstand bemessen kann, aber wie ich bis jetzt gehört habe, war jetzt nicht super berauschend. Deswegen soll ich dir das erzählen. Oh ja, okay. Eine Gehirnzelle ist auf jeden Fall schon mal nicht da, wo sie sein sollte. Ja, ich bin sehr doof. Das habe ich nicht gesagt. Ja, ich bin sehr doof. Okay, dann bist du doof. Was soll ich dir sagen? Ich will das machen, aber nicht mit ihr. So, weißt du, das denke ich mir die ganze Zeit. Ich sag aber nichts, ne? Ich muss ja auch damit klarkommen, dass ich mit dir gehen muss, oder? Hast du ja kein Wunschkonzert, ne? Ja, genau. So sieht's aus. So ist das Leben. Ist kein Ponyhof, ne? Wenn man in einem, weißt du, wir sitzen im selben Boot. Und wenn du da irgendwo den Stöpsel rauszieht, das Wasser läuft vielleicht auf meiner Seite zuerst rein, aber es läuft bei dir auch rüber. Deswegen sollten wir uns das macht. Ja, wir kriegen es auf jeden Fall super hin. Aber manchmal ist es schwierig, wenn man gegen die Wand redet. Okay, ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte. Diese Frau, Linda muss Emma stink machen, ne? Das ist unglaublich. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Die wir dann komplett verkacken. Sie dreht komplett die Sache um. Guck's dir doch selber an, wie du drauf bist. Scheiße. Aber nicht rumschreien. Nur wenn nicht du nicht schreien. Nur wenn du nicht schreist. Du schreist immer. Du schreist gerade. Nein, aber ich mach dich nur nach. Nein, Schatzchen. Ganz vorsichtig, denn du bist sehr laut. Warum schreist du so? Ja, weil ich einfach so laut sprechen mag, wenn ich hier drinnen bin. Wenn es dir nicht gefällt, da ist die Tür. Also, gute Nacht und wir gehen jetzt schlafen. Also ich gehe schlafen. Linda kann gerne hier sitzen bleiben. Und bis morgen. Pussy, ciao! Oh mein Gott. Wisst ihr, das Problem ist, was mich jetzt gerade nervt, ist, ich weiß, dass ich jetzt jeden Tag mit ihr in die Prüfung gehen muss. Ich weiß es jetzt schon. Ich muss jetzt jeden Tag mit ihr in die Prüfung. Sie sind in Irrenhaus.